Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt von uns hier. Ich bin Little Company, dabei sind Sarah und ja, hallo Mädchen. Hallo, und ich höre Hi. dich, als hättest du beim Reden eine Störung in der Leitung. Ja, das Ich passiert nicht. manchmal. Manchmal hat man das. Okay, gut. Also nochmal für Siras Zuschauer, wir spielen Lethal Company. Kleines neues Projektchen mit den beiden hier. Ne? Aber Und nur für Sie, das Zuschauer, meine auch. ja, aber deine Zuschauer haben es ja gehört. Du hattest ja Achso. keinen Störsound drin. Stimmt. Genau. Die beiden spielen das gerade das allererste Mal. Ich habe schon Erfahrung. Ja. Wobei ich halt nochmal gucken muss, ich habe halt vieles nicht selber gemacht. Lass mich mal ganz kurz gucken. So, Store. Is to see the list storage to access objects place. Ah, okay. Gut. Ja, um euch das erstmal zu zeigen, das sind die Bodycams hier rechts. Die sind nicht super perfekt, aber man kann wenigstens was sehen. Dann haben wir hier, sind zwei Knöpfe an der Seite, wie ihr seht, einen roten und einen weißen. Und der weiße, da switcht man die Cams, wenn man darauf E drückt. Jetzt sehen wir zum Beispiel, das sieht man gerade nicht, weil wir noch nicht los sind. Jetzt gucken wir gerade durch, ich glaube, Bei Chrissys mir ja. Cam. Ja. Jetzt gucken wir durch meine. Und jetzt gucken wir durch Siras. Guck mal, wie viel sie, weil die Brille davor ist. Ja, genau. Das ist ein bisschen, das ist aber nicht so schlimm, weil man sieht das ja trotzdem. Ich glaube, bei deiner Maske, da müssen wir mal gucken, ob das so eine gute Idee ist, weil dadurch sieht man nichts. Also ich sehe ja eigentlich sehr gut. Ja, du. Mann, nein, ich meine, du Pfeife, wenn man hier auf die Cam geht, guck mal, man sieht nicht, wo du bist und ob du Hilfe brauchst oder nicht. Vielleicht änderst du die nochmal. Auch wenn du sie cool findest, aber man sieht dadurch nichts. Aber man Also, sieht mir durch sieht es deine genauso Augen. aus wie bei euch. Nee, bei uns leider nicht. Bei uns hast du diese Maske auch, man sieht dich nicht. Oh, das ist doof. Jetzt sehe ich das auch, ja. Ja. Genau. Oh. Hier, wenn wir eine Taschenlampe haben oder so, könnt ihr hier mit E die aufladen, weil die geht leer. Nach jedem Run am besten einmal Wie kriege Sira. ich dieses Board wieder weg? Mit G. Mit G schmeißt du es weg. Ah. Genau, mit E hebt man auf, mit G schmeißt man weg. Alles klar. Genau, und hier mit E dann die Taschenlampe chargen. Aber am Anfang haben wir keine, weil wir sind Loser. Wow. Toll. Genau, und hier an diesem Computer muss man alles machen. Da muss man das auch eintippen, sonst passiert nichts. Lass mich Oh. einmal aber ganz kurz was gucken. Deutsch. While moving furniture with E. Ah, you can press X to send it. Okay. Mal ganz kurz warten. Diese Grafik, ey. Ah. Hab's verstanden. How to rotate. Nicht wundern, ich baue hier mal ganz kurz ein bisschen die Möbel um. Gönn dir. Ja, weil das ein bisschen hilft. Wir brauchen erstmal eine Dreiviertelstunde, um überhaupt irgendwie das Ding hier zu verlassen. Alles gut. Ja, sorry. Das ist am Anfang. Hier der Schrank. Boing. Quatsch. Das ist halt, das ist eine gute Versteckmöglichkeit, weil die Monster können auch ins Schiff kommen, gewisse. Na toll. Ja, zu denen erzähle ich euch dann noch was, wenn die denn da sind. So. Klong. Ich hab's aber gleich. Können gleich losgehen. Komm mal da weg, Chrissy. Jetzt komm weg da! So, da kann man Das bin sich ich doch gar nicht. hinter. Ich bin doch hier. Hier kann man sich hinter ein bisschen verstecken. Und geh mal weg da. Ah, ich muss hier nochmal rotaten. So. Und so. Na, der geht noch ein bisschen weiter rüber. Na, habt ihr Spaß? Ja. Nice. So. Gut jetzt. So. Genau. Ich suche jetzt mal den einfachsten raus. Also das muss man hier am Computer machen. Da muss man dann Moons eingeben und bestätigen. Moons. Ja. Experimentation Confirm.
Alles. So, wir sind schon da. Okay, gut. Ja, danke. Hiermit landet, startet man das Spiel. Zacki. Bleib mal stehen. Ah! Das lädt. Das dauert immer ein bisschen, bis es lädt. Gott. So, waiting for ship to land. Genau, jetzt geht's nämlich das erste Mal los. Die Tür ist schon von alleine aufgegangen. Genau, und ich kenne den Weg, ihr kommt einfach hinter mir her, okay? Okay. Okay. Und hier ist das gleiche wie in anderen Spielen. Wenn ihr, wenn eure Sprintleiste kurz davor ist, leer zu sein, einmal kurz aufhören zu sprinten. Mhm. Weil wenn die erstmal leer ist, dann dauert es sonst ein bisschen länger, bis sie sich wieder auflädt und ihr braucht euer Sprint. Okay. Okay. Genau, mit STRG ist Crouchen, mit Shift ist Sprinten, mit Leertaste halt springen und mit E interagiert ihr bei den meisten Sachen. Genau. Und jetzt hier drauf E gedrückt halten und reinkommen. Oh Gott, der Hall. Der Hall ist cool. Oh! Ja. Komm mal rauf. Da kommt gerade die Lieferung. Wir müssen noch mal kurz zurück. Wir haben was geschenkt bekommen. Nice. Eine Boombox, eine Taschenlampe und noch eine Taschenlampe. Geil. Und ein Walkie-Talkie. Ich habe ein Radio. Einer von euch kann noch mal die Taschenlampe nehmen, die andere. Genau, dann bringen wir noch mal kurz mal mit. Ja, langsam! Sorry! und über mich meckern bei Diablo, weißt du? Ja, sorry! Die Boombox kannst du hier einfach mal hinschmeißen. Brauchen wir drin, nämlich nicht. Die zieht die Monster eher an. So, jetzt hast du leider keine Taschenlampe. Pack die mal hier hin, genau. Du hast jetzt keine Taschenlampe, aber du bleibst einfach bei uns. Lass das Walkie-Talkie mal da drin. Genau. Das bringt uns nämlich nur was, wenn wir halt zwei haben, logischerweise. Genau. Hab mal gecharged. Ja, außer nicht so voll. Ja, sicher, sicher. Ich sehe im Übrigen... Ach so, das ist die Ausdauerleiste. Ich verstehe. Genau. Wo bist du? Das Leben... Oh, ach, da! Und euer Leben ist schwierig zu sagen. Das Männchen wird halt rot, wenn ihr angegriffen wurdet. Und der Bildschirm fängt an, immer ein bisschen mehr zu brechen und verschwommener zu werden, umso schlimmer ihr verletzt seid. Mhm, okay. Dann müsst ihr ein bisschen abhauen. So, jetzt nochmal rein hier. Boah, ich finde diesen Hall irgendwie... Der Hall ist geil. So, wenn ihr jetzt hier steht und rechte Maustaste drückt, dann kommt ein Scan. Und der Scan, der zeigt euch sowohl die Sachen, die hier liegen, an, als auch Feinde oder... ja, Besonderheiten. Mhm. Da oben liegt zum Beispiel ein Geschenk. Da kann man jetzt hochgehen. Wenn ihr mal hier scannt, dann seht ihr das auch, wenn ihr euch hier hinstellt. Die hebt ihr auch mit E auf. Kleiner Tipp, die Geschenke am besten nicht öffnen. Okay. Weil das kann immer sein, dass das ein großes Item ist. Und das kann man, da hat man dann die Hände voll. Und das Geschenk kannst du halt einfach... Ach, du hast da diese, so einen vierten Platz. Genau, du hast vier Plätze. Mausrad scrollst du. Und es ist halt, okay, wir gehen, kommt mal erstmal mit, es ist halt platzsparender, wenn man halt das Geschenk geschenkt sein lässt. Okay, hier ist Sackgasse. Das Schlimmste, da wo ich jetzt gerade weggegangen bin, das ist das Schlimmste, das sind diese dunklen Gassen, diese dunklen Labyrinthe, da will man nicht als Erstes hin. Mhm. Wenn man sowas hier als Möglichkeit hat, dann, da, kannst du einer von euch aufsammeln gehen. Genau, und dann kannst du es wegscrollen. Das Schlimmste sind halt diese dunklen Labyrinthe. Und wenn man die erstmal vermeiden kann, nimmt man erstmal das andere. Boah, Alter, aber, ist die Tür laut. Ja, aber wir haben keine Chance, wir müssen. Also, let's go. Okay, Sackgasse. Und diese Gänge ändern sich jedes Mal? Ja, es ist jedes Mal anders. Und wenn wir hier jetzt gerade, oder wenn wir jetzt hier gleich keinerlei Möglichkeit mehr haben, dann müssen wir raus und den Fire Exit, den Notausgang suchen. Aber ich weiß, wo der ist. Okay. Am besten, wenn wir schon mal crouchen. Dann sind wir nämlich ein bisschen leiser. Ist die eigentlich auch auf Ton spezialisiert oder nur jetzt? Es gibt Viecher, ich mach dich mal ganz kurz ein bisschen leiser, du bist ganz schön laut bei mir. Es gibt Viecher, die reagieren auf Sounds. Das heißt, es gibt draußen, die sind aber draußen, es gibt solche hundeartigen Viecher mit so großen, runden Mäulern.
Die kommen einfach nur die Fresse halten. Die hören auch euren Atem. Von daher macht euer Mikro ruhig ein bisschen weiter weg von eurem Mund. Und dann gibt es die Titanen, die Großen, die sehen euch nur. Die hören uns nicht, aber die sehen uns. Das heißt, da muss man sich verstecken und aufpassen, dass die eigentlich sehen. Immer hinter Bäumen oder sowas verstecken. Und dann gibt es Events. In diesem Fall hatten wir das Event Ice Cream. Das ist dieses Maschinchen gekommen, was uns die Taschenlampen geschenkt hat. Und jedes Mal gibt es... Ich höre schon die ganze Zeit was. Mhm. Ich höre Schritte. Lauf! Und jetzt? Unseren Führer hat sie für Na toll. Nein, 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 nein. Lauf, 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 raus, raus, raus. Das, meine Damen und Herren, war Zweibein-Joe. Hä? Ich habe keine Ahnung, wen du meinst. Habt ihr nicht gesehen? Nein. Doch, ich hab gesehen. Diese schweren, trägen Schritte, das könnt ihr euch schon mal merken, das ist Zweibein-Joe. Und der gute Herr, ist fies, weil der hört und sieht dich und der verfolgt dich. Und der knallt so rein, du bist gleich tot. Okay. Ja, also ich habe halt nur gesehen, der sah ein bisschen aus wie Demogorgon von vorne. So ja, nee, der hat einen ganz normalen Kopf, der läuft aber auf zwei Beine nur. Und der ist, irgendwann hört man das. Man hört, welches Monster das ist. Ich hoffe, wir gehen mal durch den Fire Exit. Ach so, hat jemand von euch noch was aufgesammelt? Ich habe so ein komisches Metalldingens irgendwas aufgesammelt. Ja, dann einmal... hier fallen lassen. Das holen wir nachher wieder ab. Haben wir doch Platz. Ja, das war der gute Zweibein-Joe. Gleich euer erstes Monster. Erstmal das Beschissenste. Das ich nicht gesehen habe? Ja, kommt noch. Ja, das siehst du noch oft genug, glaub ich. So, genau, hier einmal rein. Das ist auch ganz wichtig. Wie ihr seht, meine Lieben, ist hier der nächste Fire Exit. Geht mal dicht daran, ohne zu drücken. Da seht ihr nämlich eine schicke Hand. Und die zeigt euch folgendes. Das ist ein Fake. Wenn wir einander verloren haben und ihr seht einen Fire Exit, es ist nicht automatisch der richtige. Der Mittelfinger zeigt immer sofort, dass es ein Fake ist. Mm. Aber es kann auch, wenn eine normale Hand zu sehen ist, zu 50-50 ein Fake sein. Da muss man immer vorsichtig sein. Okay. Ja, was passiert, wenn man da durchgeht? Das zeige ich euch, wenn ihr erfahrener seid, okay? Erst hat es eine Schraube in der Hand, jetzt auf einmal so ein riesen Ding. Ja, ich kann scrollen. So, hier ist nichts mehr. Doch, hier oben. Na? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hat der Scanner mir nicht gezeigt? Nice. So, jetzt bringen wir da. Nein, falsch. Gute Zweibein-Joe kommt. Ja, komm, wir bringen erstmal, was wir haben, ins Schiff. Wir müssen nämlich auch ein bisschen auf die Uhrzeit achten. Um 12 Uhr haut das Schiff nämlich ohne uns ab. Oh, oh na, sehr freundlich. Halt hier, komm mal her, stopp. Aber durch die Mob, die ich habe, ist alles, was im Schiff ist, safe. Wird gezählt. Das heißt, wir müssen zwischendurch immer mal was ins Schiff bringen, damit wir auch was haben. Mhm. Und ihr müsst nicht immer die ganzen Treppen laufen, weil hier den Sprung schafft ihr locker. Und zum Einschätzen, guck mal, die Höhe hier zum Beispiel auch. Ach ja, wir haben ja noch Stuff da liegen. Hast du alles? Ja. Und die Höhe hier zum Einschätzen, wenn ihr die Höhe springt, passiert euch auch nichts. Also man muss nicht immer alles runterlaufen. Es spart Zeit, wenn man manchmal einfach springt. Genau, das, was ihr mitbringt, immer einfach hier in der Ecke am besten einmal fallen lassen. Da sieht man dann auf Dauer, was man alles gesammelt hat. Genau, und das ist jetzt schon mal gesaved. Das klaut uns keiner mehr. Wir gehen jetzt aber nochmal rein, Leute. Was macht man mit dem Stuff jetzt? Das verkaufen wir nachher. Wir haben immer 3 Tage Zeit. Und die 3 Tage müssen wir nutzen, um die Summe zu erfüllen. Ich zeige euch das, wenn wir gleich im Schiff sind, nochmal. Das ist quasi da, was der Kopf
die du gehen musst und verkaufen, dein Haus ein Monster. Dieses Monster ist ein Boss. Und diesem Monster müssen wir immer innerhalb von 3 Tagen diesen ganzen Stuff bringen, den er verlangt. Ansonsten tötet es quasi die ganze Welt. So schön. Das ist dieser Sinn des Spiels sozusagen. Genau. Einmal rein. Puppe. Das, meine Freunde, ist eine Puppe. Und diese Puppe, die darf man, da darf man nicht weggucken. Ach, die kenne ich vom Dings. Das heißt, wir sind jetzt gerade quasi am Arsch, wir können nicht weiter, wir werden jetzt nicht. Weil wir hätten da jetzt einmal drüber springen können. Wir können gleich nochmal gucken, ob Twilight Joe sich am Main Entrance verpisst hat, ob wir da nochmal was kriegen. Da du aber kommt auch ein Schleim, meine Lieben. Ich wollte gerade sagen, dass ihr Tragen mehr anfängt, dem kann man eventuell ausweichen, indem man. Okay. Ich bin schon rot. Ich auch. Kommt zum Glück nicht nach draußen, die Viecher. Alles, was drin ist, bleibt drin. Ja, ich bin schon rot. Ich bin auch schon rot. Wir hauen gleich eh ab. Diese Puppen, da darf man nicht weggucken. Die muss man, da muss immer irgendeiner von uns muss die angucken und rückwärts gehen. Sobald du nämlich wegguckst, töten die nicht. Okay. Der Schleim ist auch, der verlangsamt dich und der tötet dich auch, aber über den kannst du theoretisch drüber springen, über zwei bei Joe auch. Das heißt, wenn er euch mal in die Ecke drängt, könnt ihr über den drüber springen, einfach wegrennen. Ach, und das war jetzt Zweibein-Joe oder was? Das war Zweibein-Joe. Okay. Der Schleim, über den kann man, auch wenn man aufs Geländer springt, da muss man bloß aufpassen, dass man dann beim Sprung nicht runterfällt. Weil wenn du runterfällst, bist du instant tot. Okay. Ja, also 3 Monster habt ihr jetzt schon mal kennengelernt, sehr gut. Wie gesagt, bei der Puppe, die musst du immer angucken, oder einer zumindest musst du immer angucken. Zweibein-Joe ist eigentlich immer, wie sie einfach wegrennen. Ja, und beim Schleim muss man einfach aufpassen, dass man nicht in den reinkommt. Also bei der Puppe muss man die angucken, rückwärts laufen, und wenn die aus dem Sichtfeld ist, kann man weg, oder wie? Ja, nee, die kommt, ja, mit Glück, wenn sie sich, manchmal verpisst sie sich auch von selbst, wenn sie gerade keinen von uns gespottet hat, weil meistens spottet sie immer einen. Wenn wir Glück haben, verpisst sie sich manchmal, oder wenn du schnell genug, weit genug weg bist, dann hat sie dich verloren. Aber immer, okay, solange sie irgendwie nah genug dran ist, kann die dich immer weiter verfolgen. Bis man halt draußen ist. Genau. Was gibt's denn noch? Ja, es gibt noch die guten Jack in the Box. Das sind Beine, also eine Kiste, die Beine hat. Und das ist wie so ein Vieh aufklauen. Die dreht sich mit der Zeit. Und wenn die Musik immer schneller wird, verwandelt die sich in ein größeres Biest und du bist instant weg. Okay. Und dann verfolgt die dich so schnell, dass du nicht mehr wegkommst. Yay. Oh, aber weißt du, warum mich das erinnert? An diese SCP-Dinger. Ja. Weiß ich gerade nicht. Ja, diese ganz cringen Geschichten da, wo auch der Slenderman und sowas herkommt. Stimmt. Ja, das sind diese SCP-Labore, sozusagen, gibt's ja auch so ein ja. Monsterähnliches Vieh, was du nicht den Rücken zukehren sollst. Ja, stimmt. Ja. Es gibt aber auch Schaufeln und Stoppschilder. Also Stoppschilder kannst du hier finden. Das sind Waffen. Damit kannst du gewisse Monster auch schlagen. Das war jeder Zeit. Oh Gott. Und Schaufeln kannst du kaufen, damit kannst du auch Monster schlagen. Es gibt solche komischen Tausendfüßler, da muss man auch immer aufpassen. Man muss hin und wieder an die Decke gucken, wenn man scannt, weil die sitzen an der Decke in den Räumlichkeiten und fallen auf dich runter. Und wenn die auf dich gefallen sind, auf deinen Kopf, kannst du die mit der Schaufel einmal hauen und das Ding fällt runter. Wenn du keine Schaufel hast, ist derjenige quasi verloren. Können also wir bitte egal, was anderes machst, spielen? Nein. Das ist irgendwann, habt ihr das drin? Ich fahr jetzt mal. Irgendwann habt ihr das drin und dann kennt ihr euch aus und dann ist das schon nicht mehr so schlimm. Dann ist das einfach nur lustig. Aber der Anfang ist schwer. Aber ich bin ja da, ich sag euch das alles. Das klingt alles sehr gemein, sehr gruselig und ist es auch. Voll Spaß. Wir haben alle überlebt, wir haben ein bisschen Stuff gesammelt. Ja, so ein bisschen. Ja, wir haben ja 3 Tage Zeit. Wir haben jetzt, ich bin der Langsamste? Bitte was? Bei mir stand irgendwie der Langsamste von allen und noch irgendwas, aber du hast so schnell weggedrückt. Ja, nee, das drücke ich nicht weg, das geht automatisch. Ach so, bei Salome stand einfach gar nichts. Ja. Guck mal, hier oben, da steht zum Beispiel Profitquota. Die 400 müssen wir am Ende gesammelt haben.
Wir müssen nämlich immer die Quote, die da steht, die müssen wir dem zum Fraß vorwerfen, damit wir überleben. Wenn wir die Quote mal nicht erreichen sollten, dann werden wir gefeuert, sterben und alles, was wir hier aufgebaut und gesammelt haben, ist weg und wir müssen neu anfangen quasi. Toll. Ja, das ist aber, das schafft man schnell, das ist kein Ding. Aber wenn ihr euch jetzt mal hier hinstellt und das mal scannt, was hier liegt, mit Rechtsklick, dann seht ihr, gerade haben wir 136. Ja, ist ja schon mal was. Das ist schon mal was, das heißt, wir müssen jetzt, das war quasi so ein Startding, wir müssen jetzt halt zum nächsten Mond oder wir bleiben hier, ich glaube, wir bleiben hier erstmal, das ist, glaube ich, am einfachsten. Bei Schleimsen, ja, Puppen und zwei Beinen, Joes. Das ist random. Das ist random. Die sind nicht immer da. Wir hatten jetzt halt echt eine Pechrunde. Die allererste. Aber klasse. Die allererste war die Pechrunde, weil eigentlich sind wir auf dem leichtesten Mond gerade. Wow. Ja, toll. Klasse. Das macht und Mut. Es gibt noch einen anderen. Das ist der Braken. Und der Braken, das ist, den muss ich euch erklären, der hat... Den siehst du im Dunkeln, hat der einfach nur weiß leuchtende Augen. Und wenn er näher kommt, ist das eigentlich so ein Ungetüm. Ich habe aber eine Mod installiert, wodurch man den besser sieht. Das ist dann der von Five Nights at Freddy, der Freddy. Keine Ahnung, ich habe mich nie mit dem, mit dem Zeug beschäftigt. Das ist ein großer brauner Bär, das siehst du, der hat einen Zylinder auf. Ach so. Wenn der da ist, nothing happened today, Gott sei Dank. Den darf man immer nur einmal kurz angucken und muss dann wieder weggucken. Aber wenn du den zu lange anguckst, dann rennt er und holt dich. Aber das sage ich euch dann nochmal. In dem Moment, wo wir das machen, bleibt er erstmal zusammen. Okay. Ach, guck mal, Kürbis-Event. Nice. Aber das ist egal. Wenn man das erstmal... Oh, scheiße, die Leiter ist versperrt. Dann gehen wir mal zu anderen. Wie ich laufen? Am Anfang ist das halt echt unwahrscheinlich viel, weil das echt viele verschiedene Monster sind. Aber wenn man das erst ein paar Runden gespielt hat und ein paar Mal auch was abgegeben hat und so, dann merkt man sich das mit der Zeit. Ja, als Anfänger habe ich das auch gemerkt. Es ist einfach total schwer, sich das erstmal zu merken, aber es wird schon. Einfach mal rein hier. Eieraugen. Unglaublich ist die Spinne, meine Damen und Herren. Einmal hier rüber gucken, sie krapselt da hinten. Was? Wo? Wer? Raus! Ah. Wow! Feuer-Exit! Genau, bei der Spinne ist zu beachten, die sieht man schon im Vorfeld, bevor man ihr begegnet, normalerweise. Denn da sind nämlich überall Spinnennetze und in die darf man nicht reintreten, weil erstens verlangsamt die und zweitens weiß sie dann, wo du bist. Ja, so wie es bei Spinnen halt ist, ne? Ganz genau, das haben sie hier genauso umgesetzt. Also da am besten immer mal gucken, dass, wenn da Spinnennetze sind, entweder man schleicht dran vorbei oder man geht diesen Gang einfach nie rein. Reiner. Warte. Ist noch was? Hier ist eine Tür. Sonst nix. Genau, manche Türen sind verschlossen, man kann hier aber Schlüssel finden. Oh Gott, ist die Tür laut. Alter. Ja. Oh! Ja, wir sind genau auf der anderen Seite von der Spinne. Nice, lassen wir die Tür mal zu. Geh mal hier hoch. Scheiße, wir müssen zur Spinne. Hier ist eine Sackgasse. Yay. Scheiße. Geht mal leise. Also hocken, wir gehen jetzt runter. Komm mal mit. Oder oben nicht was? Moment. Hat jemand Samen? Was? Was? Nee. Schneebesen. Ja, Schneebesen. Wow. Oh oh. Ja, okay, das meinte ich nämlich. Ach ja, Spinnenweben. Einmal dran vorbei. Nee, da kommen wir nicht vorbei. Müssen wir hoch. Ey, dieses Spiel hasst uns doch. Es ist der Anfang. Was macht das mit uns? Es zerstört uns jetzt schon. Da ist auch eins. Ja. Einmal rechts dran vorbei. Da ist auch links gerade eins direkt. Okay.
auf den Schleichmodus. Ja, das ist eine bessere Idee hier. Ach, guck mal, da ist auch ein Fire Exit. Das. Oh, da liegt was. Ja. Man kommt hier nicht wieder raus. Ich hol's schnell, ich bin eh schon hier. Ich hab die Hände voll. Warte. Okay, das war wohl jetzt. Genau, und dann einfach hier rüber. Musst du einmal wieder runterspringen. Ich trampel da voll. Ja, du musst dich hocken. Ja, dann festgestellt. So, hier ist verschlossen. Ja, guck mal, das ist das nämlich, was ich meine. Da siehst du, das ist eine Hand. Kein Stinkefinger, aber der ist fake, weil wir sind ja durch den richtigen gekommen. Oh, ach, es gibt immer nur einen. Es gibt immer nur einen Fire Exit. Deswegen ist es immer so eine 50-50 Chance, dass man den richtigen erwischt. Spinner, da kommt eine Puppe. Ja, ja, komm mit. Wo kamen wir jetzt her? Von da? Von unten, von da unten rechts. Ja. Ihr könnt kommen, ich guck. Ja, nee, gibt's nicht. Ach so. Ich was lauft an mir vorbei, ich behalte sie im Blick. Oh, okay. Und jetzt lauft ihr einfach den Gang runter und ich komme rückwärts hinterher. Da ist aber dunkel. Ich! Ha! Ich bin runtergefallen. Na toll. Tschüss. Ja, unser Stuff bleibt ja da. Ach, scheiße, ein Tag verschwendet. Ach, kacke. Ja, da sind wir dabei. Yay. Keine Überlebenden, alles weg. Ich glaube, das trifft sich gut. Wir sind bei 27 Minuten. Ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.